Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Wo wir zu dem Schiff wollten, weil wir eigentlich überladen sind und eigentlich keinen Grund haben, da drauf zu gehen, weil wir eh nichts looten können und das Schiff wahrscheinlich selber auch nicht. Aber wir tun es einfach. Aus Prinzip. Ja, heute ausnahmsweise wieder mit Kamera. Ich komme zwar selber von wieder 8 Stunden arbeiten, aber für euch setze ich mich trotzdem nochmal. Alter, ist das weit weg. Aber wir können uns porten. Ganz vergessen. Wir können es ja trotzdem porten. Für euch setze ich mich einfach hin, um euch das zu präsentieren. Also, wenn mir das niemand, ne, zugutekommen lässt, das wäre echt traurig. Sagt man das so? Zu gut. Nee, das sagt man anders, gell? Auf jeden Fall ist dieser Planet stinkend leer. Was steht denn da? Schiffslandepunkt. Die Frage ist halt, sind da Gegner oder sind da keine Gegner? Ich muss gleich mal mit dem Sniper gucken, ob wir schon was sehen. Ich sehe noch gar nichts. Speichern mal nebenher ab. Ah. Zusätzlich noch der Weihnachtsstress. Oh, Leute, wir haben heute den 13. Wisst ihr, wie viele Weihnachtsgeschenke ich schon besorgt habe? Wollt ihr das wissen? Zero. Zero! Weil ich einfach keinen Bock habe. Ihr habt keinen Bock. Es ist ganz schlimm. Ich sollte mich eigentlich echt darum kümmern. Statt aufzunehmen, sollte ich jetzt eigentlich losgehen und ne Weihnachtsgeschenke kaufen. Was sind das? Sind die freundlich? Sind die böse? Ich glaube, die sind böse, oder? Das Schiff sieht auf jeden Fall echt nice aus. Vielleicht können wir das klauen. Muss halt erstmal wissen, ob die freundlich oder böse sind. Man sieht halt nichts. Da kommt noch eins. Schön. Freundlich oder böse? Ich glaube, die sind freundlich. Ihr seid freundlich. Ja, Mann, das sind Kolonisten. Wow, für was bin ich denn überhaupt hierher gekommen? Ja, was? Was für ein Glück, dass du hier bist. Echt? Unser Schiff braucht dringend Reparaturen. Wir konnten gerade noch landen. Okay. Du hast nicht zufällig Schiffsersatzteile, oder? Schiffsteile geben hier bitte, wir sind nett. Wow, danke, das ist großartig. Ich weiß, wie schwer es ist, hier draußen zu überleben. Wir werden das nicht verschwenden. Versprochen. Mehr kriege ich nicht. Audi. Das hat doch bestimmt Karma-Punkte gegeben, oder Leute? Das hat safe Karma-Punkte. Hey, Karma-Punkte. Wir sind einfach zu nett. Als ob ich nicht auf das Schiff hoch kann. Ist da nicht noch eins gelandet? Nö. Ja, in dem Fall. Ich springe, ich kann mich nicht porten. Da war was. Das war nicht immer so nervig wie so ein, ne? Warum springe ich auch immer durch die Gegend? So. Jetzt holen wir das, als ob ich 200 Meter davon weggeportet werde. Naja. Wir holen jetzt die Kräfte. Danach holen wir mehr Kräfte. Oder wir haben noch zwei komplette Storylines, glaube ich. Einmal für die Freestar Collective. Die können wir noch machen. Und tatsächlich noch Haus Varun, also die Schlange. Ich glaube, die beiden fehlen noch, oder? Ich glaube, es war. Oder war es noch ein Dritter? Ich glaube, es war noch ein Dritter, oder? Wir könnten das theoretisch noch in Angriff nehmen, bevor ich die Main Story beende. Ist halt die Frage, wenn ich die Story beende, dann werde ich das als Play wahrscheinlich damit auch beenden. Ich wollte eigentlich viel, ich hatte eigentlich schon so 200-300 Folgen geplant für Starfield, aber zack, Alter! Entschuldigung. Aber Dum.
Und last. Hoffentlich, das schaffen wir niemals, oder? Nee. Das aber. Speichern. Das hier unterstreicht nur, wie wenig wir über die Sternenblüter und die Artefakte wissen. Oh mein Gott, der ist ja gerade neben mir. Pistel. Und wieder triumphieren wir. Easy. Mission. Nicht Mission, sorry. Gravitationswelle. Was haben wir neu? Was kam jetzt neu dazu? Alien-Wiederbelebung. Eine gefallene Alien-Kreatur wird neues Leben. Wird neues Leben, das Geschenk des Kosmos eingehaucht. Auf das sie in Dankbarkeit dienen möge. Okay, du kannst es. Okay, krass, ich kann das, okay. Okay. Von mir aus. Blub. Kommen wir da hoch? Schön. Ich mag das einfach irgendwo, wenn der Moos zu klettern. Da hinten ist noch was. Sollen wir da noch hin? Warum? Ich kann mich auch porten. Nee, eigentlich brauchen wir da nicht hin, oder brauchen wir eigentlich nicht hingehen. Wie geht's auf die Mission? Feuerprobe. Landeforschungsstation Afate. Stimmt. Da, wir haben einen Notruf bekommen, bevor wir hier gelandet sind. Und dem gehen wir mal kurz nach. Das hört sich nämlich nach wichtig und richtig an. Das können wir doch noch machen, oder? Da hat doch niemand was dagegen. Ekliptik. Antworte doch endlich. Annehmen. Der Schmuggler meinte, er hätte dir das Paket gegeben. Die Sache ist die. Das war eigentlich meins. Also schuldest du mir was. Credits oder dein Leben. Welcher Schmuggler? Welches Paket? Welches Paket? 10.000 Credits abwerfen. Wie wär's, wenn ich das Paket zurückgebe? Der Kunde braucht es zu einem bestimmten Termin. Jetzt helfen nur noch Credits. Kriegst von mir nichts. Genau das wollte ich hören. Aufgepasst! Ich weiß nicht, wer bei uns schießt, aber der macht es gut. Ciao. Wer schießt eigentlich bei uns? Wie schieße ich selber? Ich hab's vergessen. Ach, G. Adresslich kann ich selber. Oh Gott! Wir müssen hier weg! Wir sterben. Gerade eben war das noch ein Schiff. Und nicht drei. Die machen wir trotzdem fertig. Ach, diese Haare. Och nö. Och nö. Können wir das skippen? Skip. Skip. Skip.
Die Ruinen können uns so viel erzählen. Und doch gibt es so viele Fragen. Alien Wiederbelebung. Ist er dead? Nö. So, Mission. Wir gehen jetzt nochmal dahin. Speichern. Wir speichern direkt, wenn wir dort sind. Speichern. Danke. Ach, diesmal passiert es nicht. Hä? Okay. Immer diese Random-Ereignisse. Finde Private Mahoney. Also gar mit richtigen Landeplatz, ist ja unglaublich. Okay, wir brauchen hier, ne? Jetzt ist Zahltag. Alter, das ist doch die Billigwaffe, die wir haben. Das überlegst du. Das ist ja, nee. Dann lieber wieder die unsere Lieblingswaffe. Muss ein paar Mal boosten. Alter, wie Schaden diese Waffe macht. Level up. Oh, das war perfekt. Perfektes Timing zum Healen. Komm her. Die Waffe ist so stark. Ich weiß nicht mal warum. Sie ist halt einfach stark. Die ist richtig overpowered. Nicht stark, sie ist unglaublich overpowered. Wow. Was ist das? Müssen wir gleich mal angucken. Behälter mit Müsli. Geil. So, easy game. Das war echt nicht wirklich schwer. Wir nehmen noch mit, was wir kriegen können. Hier waren wir schon mal. Biom abgeschlossen. Flora, okay, krass. Hier gibt's einfach nichts. Zumindest in der Teile. Den Teil der Map. So, Kontaktgranate, Credits und gekühlter Dreck, was wir eigentlich überhaupt nicht brauchen, aber trotzdem mit einsammeln. Munition sowieso immer. Drogen gerne doch. So, was geht hier so? Credits Digi-Dietrich, nehmen wir mit. Nee, danke. Mal sehen, wer da drauf, der drin noch auf uns wartet. Freue mich schon. Nehmen wir mit.
Nehmen wir mit. Nehmen wir sowieso mit. Was sind das? Fläschchen. Schmutz, Schmutz. Naja, nee. Kugeln, irgendwelche Bücher. Warte, das eine hat brutal viel Wert. Über die Entstehung der Arten, das nehmen wir mit. Ich brauche unbedingt mal einen Mod, wo mir das Verkaufen verleichtert. Ich habe keinen Bock, immer von Planet zu Planet zu Planet zu Planet zu springen, um alles loszuwerden, was ich an Schmutz habe. Gefunden! Echt? Du bist als nächstes dran! Ja. Ja. Ah. Oh. Die Waffe ist so. Oh, hi. Oh, der hat da noch eine Waffe. Moment, hier. Habe ich die gerade jetzt nicht mitgenommen? Ah, doch. So, schnell durchlaufen, ob wir irgendwas Interessantes finden. Außer eine juckende Nase. Hm, Credits nehmen wir mit. Die paar... Oh, Medipacks. Sehr gerne. Ja. 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 Ja, ja, ja. Schön. Wir gucken mal weiter. Weltraumexperte irgendwas. Nehmen wir natürlich mit. Pistole rar. Dort drin warten die wahrscheinlich. Ich werde jetzt nehmen wir mit. So. So. Oh. Er schlägt mich und fängt Feuer. Habe ich irgendwas anderes, wo sowas macht? Das ist immer sehr nice. Was ist das eigentlich für ein riesiger Serverraum hier? Und ich trage zu viel. Ich habe mich schon gefragt, wann das endlich kommt. So. Hi. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich laufe jetzt einfach mal irgendwo rum. Oh, 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 oh. Immerhin haben die relativ viel Geld dabei, muss ich sagen. Und natürlich tausende Waffen, die wir alle gut gebrauchen können. Oh, guck mal. Du bist der... Oh, oh, ich habe ihn nicht mehr. Ich habe ihn nur angeguckt und er stirbt. Sportlich. Ja. Wir sind total überladen mal wieder. Erstmal noch mehr Zeug mitnehmen. Schicke Eiskübel. Nee, danke. Ah, mich juckt seine Nase. Düdüdüm, düdüdüm, düdüdüm. Die chillt hier auf dem Sofa. Danke. Gell? Man weiß nie, was man in den Taschen findet.
Das war's. Hi. Denkst du, er ist ein Spacer? Der hat sie doch erledigt. Hi. Corporal Lezama, UC Marines, Sunny. Wir dachten, wir wären erledigt. Und der geschätzte Doktor ist auch da. Musa, oder? Das hier ist seine Party. Das sieht gar nicht aus wie eine Krankenstation, tut's echt nicht. Ich bin Kampf-Sunny, also ist dieser Außenposten, naja, eine Luxusbehausung. Was zur Hölle macht ihr überhaupt hier? Doktor! Doktor! Ja, Astrobiologie. Wir studieren nicht-terranische Lebensformen in den besiedelten Systemen. Wir wollen die Flora und Fauna verstehen und nach praktischen Anwendungen suchen. Klingt, na ja, ich glaube, den Spacer ist eure Forschung egal, nichts für ungut. Nein, sie versuchen, das ganze System zu übernehmen. Schon seit Monaten. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Der Freestar-CO, Lieutenant Torres, hat den Komplex abgeriegelt. Keine Ahnung, wie lange seine Truppen noch durchhalten. Zuletzt habe ich ihn auf Ebene 3 gesehen, bei meinem Büro. Geh zu Torres. Mit dem Schlüssel müsstest du bis auf die Sicherheitstüren alles aufkriegen. Geh zu Torres, bevor seine Männer ausgelöscht werden. Jawohl. Was gibt es? Kannst du mir ein bisschen was abnehmen? Ich behalte, was du mir gibst, ja? Das ist die Abmachung? Von mir aus. Du kannst leider nur 10 Kilo tragen, aber wenigstens etwas. Nimm mal bitte alle davon. So viel es halt geht. Schön. Ich hab doch bestimmt irgendeinen Schmutz, oder? Warum wiege ich so viel? Was ist passiert? Ich hab doch irgendeinen Müll dabei, oder etwa nicht? Irgendwas, das viel zu viel Gewicht hat. Sowas wie Kästchen mit Erde. Warum habe ich das überhaupt mitgenommen? Ich will es aber nicht wegwerfen. Scheiße. Ja, uns bleibt nur eine Möglichkeit. Wo haben wir es? Unterschiedliche Kunde. Ja, hier. Bester Spell überhaupt. Warte, hier waren wir doch schon, oder? Ich bin falsch gelaufen. Ja. Wo will der eigentlich jetzt hin? Dass ich hier nach links oder nach rechts gehe? Deine Fähigkeiten sind erstaunlich. Ich hab da einen Schlüssel! Dein Ernst? Da haben wir alles mitgenommen. Hi. Was bin ich froh. Ich habe gehofft, die Kavallerie würde kommen, wenn ich nur lange genug in den Funk brülle. Ich habe mit Freestar-Miliz gerechnet, aber mir ist gerade alles recht. Du musst dich wohl bei der UC Vanguard bedanken, hm? Der was? Kann die Sache noch eigenartiger werden? Bevor die Spacer den Außenposten stürmten, habe ich Befehle für Lieutenant Torres überbracht. Torres ist nicht übel für einen CO, aber sie hätten uns schlicht umgebracht. Doch die, dass ich das mal sagen werde, UC Marines haben uns gerettet. Deshalb, und das ist wichtig, siehst du Marines, nicht schießen. Das sind unsere Freunde. Ich muss sagen, es überrascht mich, das zu hören. Verstanden. Marines gut, Spacer böse. Roger. Das Wichtigste zuerst. Die provisorische Krankenstation wird nicht durchhalten. Sie sind im Erdgeschoss im Sicherheitsbereich. Hier ist alles abgeriegelt, also musst du einen Weg dorthin finden. Sprich mit, Lezama. Er ist das Einzige, was zwischen ihnen und, du weißt schon, steht. Ich habe Lezama schon gefunden, alles gut. Du bist der Hammer. Sei tapfer, sei kühn. Tote Soldaten nutzen niemandem was. Finde und rette Leutnant Torres. Gut, ich würde sagen, wir finden und retten Torres in der nächsten Folge. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten. Und bis zur nächsten Folge, meine Lieben.
Bis dann eine schöne Zeit. Ich glaube, ja. Von nun an werde ich die Marines mit anderen Augen sehen. So sieht's aus. Ciao.